Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Heute Morgen habe ich mit euch über die Daniela Katzenberger Dokumentation gesprochen, nämlich über Folge 8, die für mich mit die schlimmste Folge war. Schaut euch gerne meine Reaktion darauf an, dann wisst ihr auch, wie ich das meine. Allerdings sprechen wir heute noch einmal über Folge 7. Folge 7 habe ich für euch gestern zusammengefasst. Hier ging es auch um Iris Klein, ihren neuen Freund Stefan Braun, die Verlobung, aber auch um die Familienaufstellung, wo Daniela Katzenberger einige Tränen verloren hat. Und hier hat Iris nochmal ein deutliches Wort und ein deutliches Statement gefunden, um die Situation ein bisschen zu erklären. Ist natürlich für die Berichterstattung rund um das Thema schon für den einen oder anderen ganz interessant. Das schauen wir uns mal an. Beide Folgen, Folge 7 und 8, wurden ja am Freitag in der Doppelfolge auf Vox ausgestrahlt. Von daher befinden wir uns noch voll im Zeitplan und sind hiermit aktuell. Wer von euch gar keinen Bock aufs Katzenberger-Thema hat, habe ich zwei Vorschläge. Einmal mein 11 Uhr-Video, das war das Fame-Fighting-Video. Das war ganz interessant. Da wurden vier neue Teilnehmer vorgestellt und selbstverständlich heute Abend unser Livestream, unsere Trash-Horror-Night. Dort habe ich auch für euch was richtig Cooles vorbereitet. Also ich denke, für jeden ist heute was mit dabei und deswegen würde ich sagen, Feuer frei. Meine Lieben, um nichts mehr auf diesem Kanal zu verpassen, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch unserer mittelgroßen Trash-Familie anschließen möchtet, denn es fehlen nicht mehr viele und wir haben 36.200. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen und ansonsten würde ich sagen, wir schalten mal rüber zu Iris, denn Iris möchte jetzt hier ein bisschen was loswerden zu Folge 7 und das ist insofern wirklich interessant, weil, so wie ich fand, hat auch Daniela nicht so gut über Iris gesprochen. Wir hören mal rein. Oh mein Gott, Leute, ihr habt mich echt überwältigt. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Nachrichten gestern wegen der Sendung. Und ich dachte erst noch, oh Gott, jetzt kommt bestimmt ein Shitstorm, weil Daniela ja bei dieser Familienaufstellung erzählt hat, dass wir umgezogen sind. Iris hat aber nur positive Nachrichten bekommen. Kritiker würden sagen, naja, negative Nachrichten sind ja gar nicht zu ihr durchgedrungen, sind ja alle geblockt. Das würden Kritiker sagen. Aber Iris hat sich gefreut über die positiven Nachrichten. Da bin ich ein bisschen misstrauisch geworden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur positive Nachrichten gab, weil dazu war das Thema nicht rein positiv platziert. Zumindest für Iris nicht. Ich glaube, viele Eltern konnten sich aber schon in Iris Rolle wiederfinden. Viele, die alleinerziehend zum Beispiel die Familie durchbringen mussten, können das schon nachvollziehen, dass man manchmal nicht wirklich die Option hat zu entscheiden, ziehe ich jetzt um oder nicht. Manchmal muss man halt umziehen. Aber wenn ich Daniela Katzenberger richtig verstanden habe, hat sie auch nicht kritisiert, dass sie öfter umgezogen sind oder dass Iris Wegsinne Männer hat, sondern dass sie einfach nicht mal gefragt wurde, ist das okay für dich? War das Zitat von Daniela. Ist es okay für dich? Und so habe ich es eigentlich eher verstanden bei der Familienaufstellung. Aber wir hören mal weiter rein. Das hatte natürlich alles Gründe. Erst sollte eine größere Wohnung her, damit die Mädels jeder ihr eigenes Kinderzimmer haben. Dann sind wir eingezogen. Ein Jahr später wurde die Wohnung verkauft und wir mussten wieder raus. Dann sind wir nach Altrip gezogen. Aber das hat nicht funktioniert mit meinem Arbeitsplatz. Ich hatte ja damals schon das Bistro in Oggersheim. Und so musste ich mitten in der Nacht immer hin und her fahren. Und bei Schnee und Glatteis war das wirklich nicht mehr zu bewältigen für mich. Ich hatte Liegt Oggersheim am Nordpol? Haben wir da 365 Tage Schnee im Jahr? Ich weiß es nicht. Ja, das ist einfach Gehirnschocking auch, ne? Ich verstehe, was Iris natürlich da mit den Zuschauern sagen möchte. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass Iris jetzt auch sehr vieles sagt, was auch gut in die Erklärung reinpasst. Aber was soll sie anderes machen? Sie erklärt es halt, ne? Auch furchtbar Angst. Nachts auf der Landstraße, bei Schnee und Glatteis und zu Hause die Kinder dann nur mit dem Babysitter. Das hat nicht funktioniert. Aber schon zumindest gut, dass die Kinder nicht alleine waren, sondern dass jemand zu Hause war, der, was haben wir denn für ein Meme eingefangen? Machen wir gleich. Dass wir, ich bin ein bisschen abgelenkt. Ich fühle mich jetzt so schuldig, so böse angeguckt. Nee, gut, auf jeden Fall, dass die Kinder nicht alleine waren, das muss man immer positiv hervorheben. Me
Wenn es nur noch ein Sesambrötchen beim Bäcker gab und die Dame vor mir in der Schlange das Sesambrötchen weggekauft hat. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, und somit hatte ich oft keine andere Wahl, als wieder umzuziehen. Sowas macht man ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern immer, weil man es muss. Und als alleinerziehende Mama, viele von euch kennen das, hat man keine Wahl. Ich musste ja arbeiten gehen, um die Kinder durchzubringen. Aber ich habe es geschafft. Ich war vielleicht nicht die perfekte Mutter, aber ich habe meinen Job ganz gut gemacht, denke ich. Ja, und mit den Männern, ja, was soll ich sagen? War ich halt viermal verheiratet und habe noch 3 Ex-Freunde dazu. Viermal verheiratet plus 3 Ex-Freunde sind 5, 6, 7. Mit Stefan 8. Ich denke, viele da draußen haben ein paar mehr. Von daher ist es ein guter Schnitt. Ist halt die Frage, ne? Also, ein paar mehr Freunde? Bestimmt. Ein paar mehr Ehemänner? Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, wie oft der Durchschnittsdeutsche heiratet. Kann ich euch wirklich nicht sagen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass viermal oder dass 4 Ehen natürlich verhältnismäßig viele sind. Weil eigentlich geht man ja den Bund der Ehe für immer ein. Aber ist halt nicht immer möglich. Stefan ist jetzt mein 8. Mann im Leben. Und ich hoffe und ich fete auch der Letzte. Und danke für die Nachrichten, dass ihr den ganz, ganz toll findet. Ihr habt gesagt, er ist so sympathisch. Was hat sie denn da jetzt gerade gehabt? Aber auch hier auf unserem Kanal gab es auch viele Nachrichten zu Stefan, die gesagt haben, oh, der ist aber nett gewesen. Also auch bei uns kam Stefan Braun nicht nur schlecht an, nein, auch hier haben einige gesagt, oh, ich bin überrascht. Ja klar, sonst wäre er doch nicht an meiner Seite, wenn er nicht für mich und mein Herz berühren würde. Und ja, und zum Glück mögen denn auch die Kinder. Und auch ihr habt ihn sehr, sehr gerne. Finde ich toll. Absolut, oder? Das sind doch mal super Voraussetzungen, um die Ehe einzugehen. Und das Thema Verlobung schlägt ja auch riesengroße Wellen. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Das muss ich auch noch mal ganz kurz kommentieren. Oh, auch wieder ein schönes Meme. Meme, wenn der Kaffee fertig ist, oder? Ein ganz schönes Meme. Das Thema Verlobung. Auch ich habe 3-mal hinhören müssen und es wurde aber in Folge 7 immer wieder gesagt. Ist es jetzt eigentlich schon dein Verlobter oder ist es dein Freund? Das ist mein zukünftiger Ehemann. Also dein Verlobter? Ja. Hat er dir schon einen Antrag gemacht? Ja, in Paris auf dem Eiffelturm. Sie ist verlobt. Also es ist, also was die TV-Ausstrahlung betrifft, gibt es da kein Wenn und Aber. Es wurde ganz klar gesagt und bestätigt auch von Iris, ja, wir sind verlobt. Das habe ich so eindeutig gehört. Ich habe immer noch alle meine Ohrenschlümpfe. Also das hat funktioniert. Das ist definitiv so gewesen. Aber es gab vor einiger Zeit ja die Pressemitteilung von Vox. Da ging es ja auch um die Verlobung. Da wurde das ja auch bestätigt. Und dann hieß es aber relativ schnell von Iris und auch von Stefan gemeinsam, nein, haben wir noch nicht gemacht. Noch nicht gemacht. Alles ist noch offen. Und jetzt erklärt Iris das auch nochmal. Und da bin ich mal gespannt. Nein, wir sind nicht verlobt. Ich bin ja noch verheiratet. Aber wir waren tatsächlich damals mit Pia in Paris und... Pia Beute, die Designerin. Für alle, die sich jetzt fragen, wer Pia ist. Stefan hat gesagt, guck, so würde ich das machen. Also es war nur Spaß. Hab das dann auch in der Sendung gesagt, aber das wurde rausgeschnitten. Ach so, der Cutter war es wieder. Aber ich hab's ja schon oft gesagt, der Cutter, der kriegt ja wirklich einen, der hat ein sehr breites Kreuz, was der schon für eine Schuld auf sich lastet, der arme Cutter von RTL bzw. von Vox. Ja, okay, so könnte man die Situation erklären. Allerdings möchte ich noch mal eines dazu sagen, weil sie ja sagt, weil sie noch verheiratet ist, sind wir nicht verlobt. Ich habe das mal recherchiert und hier steht, sind sie noch verheiratet, spricht nichts dagegen, sich neu zu verloben. Dennoch gilt es, Vorsicht walten zu lassen. Es könnte sich empfehlen, die Rechtskraft des Scheidungsbeschlusses abzuwarten und damit Risiken auszuschließen, die einen schwierig zu kalkulierenden Einfluss auf ihre neue Ehe haben könnte. Quelle www.scheidung.de. Sehr gut. Blende ich euch ein. Interessant, ne? Also, dass das hier vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, rein von der Betrachtung der Scheidung her. Also... Keine Glückwünsche mehr zur Verlobung, noch ist es nicht soweit. Wenn es soweit ist, sagen wir dann Bescheid. So viel zu dem Thema.
So, morgen hat der kleine Damian Geburtstag und wir freuen uns alle drauf. Ach so, es ist der Sohn von Jenny Frankhauser. Ne? Da musste ich kurz mal überlegen, wer ist denn Damian jetzt schon wieder? Aber nein, es ist der Sohn. Bin gespannt. Oh Gott, es kommen so viele Kinder. Gerade ist die Freundin aus der Schweiz angereist, die liebe Niki. Die kommt dann später hier auch her und ich freue mich auf sie. Ja, und immer wenn ich mich im Fernsehen sehe, das Erste, was ich sage, oh mein Gott, Iris, du musst abnehmen. Hier hast du ein Doppelkinn. Weil ihr müsst euch eins vor Augen halten. Das hier kann man nicht ersetzen. Hier habe ich ein Doppelkinn. Ansonsten bin ich ganz, ganz happy mit meiner Figur. So Leute, und seitdem ich mir gar keinen Stress mehr mache, wegen der Figur, seitdem funktioniert es auch. Ich mache mir keinen Stress mehr, dass ich jetzt eine Hardcore-Diät machen muss. Ich wollte euch diese Flashbacks von früher zurückgeben. Wir haben ja ab und zu mal bei Iris reinguckt in die Story. Aber es hat sich nicht viel verändert, oder? Nur die Kulisse ist anders geworden. Gar nichts. Ich esse, worauf ich Lust habe. Und ich gucke natürlich, dass ich Zucker reduziere. Sport mache ich wenig. Da bin ich ehrlich, da bin ich eine faule Socke. Im Gegensatz zu Daniela, die trainiert hier wirklich fast jeden Tag. Das schaffe ich gar nicht. Aber hier vor habe ich es alles schon. Ich nehme es mir jeden Tag vor. Ah, jetzt kannst du mal ein bisschen was machen. Ich habe meine Uhr, da habe ich einen Schrittzähler dran. Das reicht mir, wenn ich meine 10.000 Schritte habe. Oh, und da bin ich dann gestern fast vom Sofa gefallen. Guckt da jemand meine Storys? Also auch ich gehe ja meine 10.000 Schritte regelmäßig. Ich finde das gut, dass es einen neuen Trend gibt, täglich die 10.000 Schritte zu laufen. Wenn ich damit ein Trendvorreiter war, möchte ich mich freuen. Weiß ich nicht, aber hat mich gewundert, wie viele Menschen dann doch, die man nicht kennt, vielleicht gemeinsam haben könnte. Ja, ansonsten, ja, bin ich ganz okay. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich es schaffe, Zucker zu reduzieren, wenn der kleine Gierhunger kommt. Na, das brauchen wir uns nicht mehr angucken, weil es da nämlich eine Werbekooperation war. Das Kollagenpulver ist schon ausverkauft. Wie schnell seid ihr denn? Das war nochmal das große Statement von Iris Klein zu der Daniela Katzenberger Folge 7, welche ihr am Freitag und in meiner Berichterstattung am Samstag gesehen habt. Also, alles ist erklärt worden. Die Familienaufstellung von Daniela Katzenberger wurde erklärt, warum sie so oft umgezogen ist und warum es so viele Männer gab. Ich hatte, wie gesagt, den Eindruck gehabt, dass es Daniela Katzenberger bei der Familienaufstellung gar nicht darum ging, dass sie oft umgezogen sind und dass Iris oft Männer hatte, sondern es ging, glaube ich, ihr einfach nur um die fehlende Nachfrage, sie mal zu fragen, ob es okay ist, was passiert, dass sie einfach, es geht ja nicht um die Erlaubnis der jüngeren Tochter, sondern es geht ja darum, dass sie sich hier vielleicht manchmal so ein bisschen überrumpelt geführt hat von Entscheidungen von Iris. So habe ich das verstanden, aber vielleicht habe ich das auch alles falsch verstanden. Aber so war zumindest mein Eindruck. Das hat Iris erklärt. Auch das mit der Verlobung hat Iris erklärt. Das ist rein rechtlich, fehlt mir dann natürlich jetzt der Hintergrund, inwieweit das jetzt nun wirklich relevant wäre oder nicht. Von der Quelle, die ich euch zitiert habe, wäre eine Verlobung bei einer bestehenden Ehe kein Problem. Es könnte halt einfach nur in der Scheidungsbetrachtung denn vielleicht ein bisschen schwieriger sein. Das könnte natürlich ein Grund sein, warum man hier vielleicht zurückgerudert ist, wenn sie denn zurückgerudert ist. Vielleicht ist es aber auch genauso, wie Iris gesagt hat, dass quasi hier einfach aus einer Situation was Falsches herausgeschnitten wurde. Also dieses, dass es ein Spaß war, ist rausgeschnitten worden. Das müsst ihr für euch entscheiden. Wir haben das ja sehr ausführlich uns angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Situation in Folge 6 und in Folge 7 schon so eher verstanden, dass es hier ganz klar gesagt wurde, dass sie verlobt wurden. Aber gut, wir werden gucken, was daraus wird. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Abonniert gerne den Kanal, um keine Trash-Highlights mehr zu verpassen. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Und selbstverständlich sind wir heute Abend noch einmal live mit einem Thema, was dann vielleicht wieder mehr Menschen interessiert, nämlich mit den großen Horror-Trash-Night. Das dürfte sehr, sehr spannend werden, meine Lieben. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Sonntag. Bis nachher.